Das GPT-4.0-Modell wurde soeben veröffentlicht und wir starten mit einer komprimierten Zusammenfassung. Alles, was du über das neue GPT-Modell wissen musst, wie du es einsetzt und welche massiven Vorteile es für dich bringt, werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Du siehst, das Ganze ist zum Zeitpunkt des Videos wirklich ziemlich frisch. Hier erst vor 41 Minuten auf Twitter veröffentlicht. Es gab einen Livestream zu dem Ganzen. Ich habe mir das Ganze in der Tiefe angeschaut und dementsprechend können wir jetzt auch direkt reinstarten mit den wichtigsten Infos aus der Live-Vorstellung. Zunächst ein paar Basisinformationen, dann werde ich dir auch ein paar Ausschnitte aus dem Live zeigen, was ich persönlich die spannendsten und wertvollsten Szenen für uns alle fand. Zunächst einmal, wofür steht GPT-4.0? Also im Wesentlichen ist es das neue GPT-Modell, also die neueste Version von ChatGPT. Noch nicht das, ja, allzu viel darüber spekulierte GPT-5, aber dennoch eine weitaus bessere und noch stärkere Version. Und das O steht an der Stelle für Omni. Das kommt wahrscheinlich daher, da GPT-4.0 deutlich mehr multimodal kann. Also du siehst es auch hier, das Modell akzeptiert einen Input von Text, Audio und Bild und sogar auch Video, und das werden wir gleich auch noch sehen, und kann auf Basis dessen ein Output zu Text, Audio und Bild auch wiederum generieren. Also kein reines Text-to-Text-Modell mehr, wie ChatGPT halt lange war, sondern mittlerweile deutlich, deutlich mehr. Und das hat diverse massive Implikationen, egal ob du einfach nur Anwender bist oder ob du Unternehmer bist, der auch ja darauf angewiesen ist, sich mit KI zu beschäftigen und hier einfach Vorreiter sein will. Und wir starten mal direkt rein in ein paar der spannendsten Szenen. Hey, ChatGPT, I'm Mark. How are you? Oh, Mark. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Hey, so I'm on stage right now. I'm doing a live demo, and frankly, I'm feeling a little bit nervous. Can you help me calm my nerves a little bit? Oh, you're doing a live demo right now? That's awesome. Just take a deep breath. And remember, you're the expert here. I like that suggestion. Let me try a couple deep breaths. Can you give me feedback on my breaths? Okay, here I go. Whoa, slow down a bit there. Mark, you're not a vacuum cleaner. Okay, also was sehen wir hier? Das neue Sprachmodell von ChatGPT wurde massiv verbessert. Wir haben das jetzt gehört in der Stimme. Wir haben eine viel, viel natürlichere Sprache. Wir sehen gewisse Emotionen, die simuliert werden durch ChatGPT. Wir sehen, dass ChatGPT schnell auf Situationen reagieren kann. Wie er jetzt beispielsweise, der sagt, ich bin in einer Live-Demo, ich bin angespannt und zeigt seine Atmung, und auf Basis dessen kann ChatGPT schon das Ganze erkennen, Tipps geben und auch emotional, fast schon empathisch darauf reagieren. Und das hat natürlich massive Auswirkungen auf diverse Lebensbereiche und auch Geschäftsmodelle. Da gehen wir gleich nochmal weiter drauf ein. Vorher will ich dir jetzt nochmal ein paar weitere Ausschnitte zeigen, aber das ist schon mal das erste Key Takeaway, was wir hier mitnehmen können. Also die Sprachfunktion von ChatGPT ist massiv verbessert. Was konkret das für uns bedeutet, da kommen wir gleich zu. Also hier sagt er im Prinzip, er soll seinem Kollegen hier eine Gute-Nacht-Geschichte erzählen, da er schlecht einschlafen kann. ChatGPT erzählt jetzt hier nun auf Basis dieser einzigen Information eine Gute-Nacht-Geschichte. Oh, a bedtime story about robots and love? I got you covered. Gather round, Barrett. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte was a curious robot, I like always the way you exploring. started this story, but I want a little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. So, und wir sehen jetzt, er kann ChatGPT an der Stelle direkt unterbrechen. Auch das ist aktuell noch nicht in der Form möglich. Und wir müssen immer warten, bis ChatGPT gewisse Outputs fertig generiert hat. Und er unterbricht jetzt hier einfach stumpf und sagt: Hey, bring bitte noch mehr Emotionen in deine Geschichte rein. Got it. Let's add some drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named No, Byte. ChatGPT, I really want maximal emotion, like maximal expressiveness, much more than you were doing before. Understood. Let's amplify the drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Actually, Byte can you was. do this in a robotic voice now? Initiating dramatic robotic voice. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte was a curious robot, always exploring new So I'm seeing circuits. Barrett here calm down a little bit. Can you end the story, but do it in a singing voice? And so Byte found another robot friend, and they lived circuitly ever
Thank you so much. Ja, also wir sehen jetzt hier, dass ChatGPT die Stimme sehr flexibel, sehr dynamisch anpassen kann. Erst wurde es immer dramatischer, wie eine richtige Erzählerstimme, um noch mehr Spannung letztendlich aufzubauen. Dann sagte sie, sprich doch bitte wie ein Roboter. Und dann wurde die Stimme prompt, ja, wie ein Roboter simuliert. Ja, das zeigt auf jeden Fall nochmal, wo wir hier im Bereich Voice Assistance und Voice Features von ChatGPT hinkommen. Und was sind jetzt Anwendungsfälle, wo diese neuen Voice Features jetzt besonders spannend sind? Also woran wir natürlich als allererstes denken müssen, ist der ganze Bereich Kundensupport, Kundenhotlines, egal in welcher Form. Denn wenn wir momentan bei irgendwelchen AI-Support-Hotlines anrufen, fairerweise ist das dann sehr roboterhaft. Man hört ganz genau, dass es eine Call-Center-Stimme ist, die auch wenig empathisch sein kann und so weiter. Und das hat hier natürlich riesen Implikationen, wenn man jetzt die Stimme an der Stelle exakt so anpassen kann auf die Emotionen des Eingebenden. Und auch im Bereich Coaching ist das natürlich ultra relevant, denn diese Empathie ist ja in einem Coaching-Geschäft so ziemlich mit das Wichtigste. Wenn ChatGPT das nun auch bald kann, also in der Vergangenheit sagte man noch, ja, okay, ChatGPT, das hat halt nur Wissen, aber im Zweifel kann ich als Coach halt einfach noch mehr motivieren, noch empathischer auf die Menschen eingehen. Und wird das bald so auch noch möglich sein? Also das ist eine Riesenfrage, die hier diese neuen Voice-Features von ChatGPT natürlich aufwerfen im Bereich Mensch-zu-Mensch-Geschäft und Coaching beispielsweise. Und ja, inwieweit ChatGPT das Ganze hier in Frage stellt, umso wichtiger ist es natürlich, als Coach sich jetzt mit all diesen Entwicklungen zu konfrontieren und entsprechend für sich zu nutzen. Und genau darum geht es hier auch auf diesem Kanal. Ich will jetzt im Zuge dessen noch einen Auszug aus dem Blogbeitrag, den Sam Altman hier extra veröffentlicht hat. Der wollte nochmal seinen extra Senf dazu geben, was er besonders wichtig fand bei dieser ChatGPT 4.0-Demo hier. Und eine Sache, die er sagt, und die ist mir besonders hängen geblieben. Talking to a computer has never felt really natural to me. Ja, also es hat sich für mich nie natürlich angefühlt, mit einem Computer zu sprechen. Jetzt fühlt es sich natürlich für mich an. Und indem wir noch mehr Personalisierung auf Basis deiner Informationen reingeben, desto spannender wird die Zukunft hier. Also das ist im Endeffekt das, was Sam Altman sagt. Und tatsächlich ist das ja einer der Key Takeaways, die ich auch hier aus dem Chat GPT 4.0 Demo-Video habt. Wir schauen uns gleich noch ein paar weitere Features an, denn damit ist es noch lange nicht getan. Aber diese neuen Voice-Funktionen, die sind halt wirklich bahnbrechend und super, super relevant für alle, die sich im Mensch-zu-Mensch-Sektor aufhalten und irgendeiner Form menschliche Kommunikation haben und beispielsweise auch Thema Sales. Ne? Es gibt mittlerweile ja schon Calling-Agents. Wir haben zum Beispiel ja Call-Caller auch an der Stelle schon am Laufen, die natürlich irgendwo auch auf Voice Assistant zurückgreifen, wie zum Beispiel 11 Labs oder OpenAI. Und auch das war in der Vergangenheit immer noch sehr, ja, du hast in gewisser Weise die Roboterstimme rausgehört. Und wenn du jetzt aber tatsächlich diese Stimme trainieren kannst, dass sie sich ja im Zweifel genauso anhört wie du oder so wie in dem Beispiel, das wir gerade gesehen haben, dann wird es wirklich gar nicht mehr erkennbar sein, ob eine Stimme real oder fake ist. Und das hat natürlich auch diverse Implikationen dann im Bereich Fake News oder Menschen faken, ne, im Bereich Betrug, also auch diese Seite der Medaille muss uns natürlich bewusst sein und da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie OpenAI das gegebenenfalls regulieren wird oder wie man halt hier sicherstellen wird, dass keine kriminellen Handlungen vorgenommen werden können mit diesem Modell. Aber im Großen und Ganzen sehe ich hier eher die Chancen auf jeden Fall von diesen neuen Sprachassistenten. Das nächste massive Update, was ich dir jetzt nochmal zeigen will, ist die Funktion, dass wir ChatGPT ein Video zeigen können, also ein Selfie-Video. Ich könnte jetzt mit ChatGPT quasi einen Live-Call machen und er könnte mir dann gewisse Fragen zu meiner Umgebung, zu mir beantworten. Aber wir können auch hier, und das werden wir gleich in dem Clip sehen, die Frontkamera nutzen und ChatGPT zum Beispiel mit spezifischen Problemen konfrontieren oder Fragen konfrontieren, mit denen wir es im Alltag zu tun haben. An diesem Beispiel wird hier zum Beispiel eine Matheaufgabe auf einem Blatt Papier ChatGPT gezeigt und mit Hilfe von ChatGPT soll diese Aufgabe nun gelöst werden. ChatGPT, what equation did I write down there? Ah, I see it now. You wrote down 3x plus 1 equals 4. Yep, exactly. So what's the first step I should take to try to solve this? The first step is to get all the terms with x on one side and the constants on the other side. So what do you think we should do with that plus one? Okay, I'm gonna try to subtract one from both sides and then I'll see what I get. Great idea. Perfect. Now, what do you get when you subtract one from both sides? Okay, so ChatGPT, this is what I ended up with. How does this look?
Spot on. Now you've isolated the term with X on one side, and it looks like 3X equal 3. What do you think we should do next to solve for X? I'm not sure. Can you give me another hint? Of course. You have 3x and you want to find the value of x. Think about what operation would undo multiplication. Is it subtraction? Close, but think of the opposite of multiplication. Because 3x means 3 times x. Okay, I think it's division. Let me try to divide both sides by 3 and let me see what I get. So, ich zeige dir jetzt die ganze Matheaufgabe noch nicht bis zum Ende, aber im Endeffekt ist das Ergebnis, dass ChatGPT hier diese Matheaufgabe zusammen mit dem Nutzer löst und halt exakt erkennt, was schreibt er hier auf das Blatt und ja dementsprechend Hilfestellung leisten kann. Und was hier besonders interessant ist, auch bei diesem Clip, dass ChatGPT wieder als eine Art Coach-Lehrer agiert und sogar Fragen erstmal stellt. Hey, was glaubst du? Wie sollten wir hier weiter vorgehen? Was ist das Gegenteil vom Multiplizieren beispielsweise? Wie bekommen wir jetzt den Wert des Xs raus? Und dann fragt ChatGPT, gibt die Antwort nicht einfach vor. Und auch das hat natürlich jetzt massive Implikationen, wenn wir das mal ein bisschen weiterdenken im Bereich Bildung vielleicht sogar oder grundsätzlich halt im ganzen Wissensvermittlungsbereich. Wenn wir ChatGPT jetzt auch die Aufgaben, mit denen wir irgendwo im realen Leben konfrontiert sind, zeigen können und ChatGPT das Ganze lösen kann, aber auch im Bereich humanoide Roboter ist das beispielsweise super relevant, ne? Denn auch humanoide Roboter sind ausgestattet mit Sensoren, mit einer Intelligenz bestenfalls und daran hat es in der Vergangenheit natürlich immer so ein bisschen gescheitert, weshalb die humanoiden Roboter noch nicht so eigenständig agieren konnten. Aber auch das wird sich natürlich ändern, wenn wir so Modelle wie ChatGPT 4.0 nun auch in Humanoide rein implementieren und sie somit ihre ganze physische Welt analysieren können, verstehen können und Handlungen auf Basis dessen ableiten können. Also auch die Implikationen dieses neuen Features sind meiner Meinung nach extrem massiv und game-changing letztendlich. So, und was wir jetzt sehen, ist auch nochmal eine massive Neuerung. Und zwar sehen wir hier, dass ChatGPT 4.0 nunmehr auch als Desktop-App am Mac verfügbar ist und wir somit ChatGPT als Sprachassistenten direkt am Mac verfügbar machen können. Und da will ich dir jetzt auch nochmal einen sehr, sehr spannenden Clip zeigen. Also hier oben rechts sehen wir im Prinzip die ChatGPT-App als Sprachassistent. Hey there, how's it going? Yeah, it's going really well. I was wondering if you could help me with a coding problem today. Of course, I'd love to help you out. What's the coding problem you're dealing with? Okay, I'm gonna share with you some code. One second. Sure thing, take your time. Okay, so I just shared some code with you. Could you give me a really brief one sentence description of what's going on in the code? This code fetches daily weather data for a specific location and time period, smooths the temperature data using a rolling average, annotates a significant weather event on the resulting plot, and then displays the plot with the average, minimum, and maximum temperatures over the year. Awesome, thanks so much. Also hier hat jetzt im Wesentlichen den Code mit ChatGPT über Command C sehr einfach geteilt mit der Desktop-App von ChatGPT und es hat sofort verstanden, worum es in dem Code hier entsprechend geht. Auch das ist natürlich eine Riesenhilfe oder kann eine Riesenstütze sein, wenn man einfach ja, nicht ständig in den Desktop reingehen muss, um mit ChatGPT zu schreiben, sondern ihn wirklich als lokalen Assistenten immer mit an Bord hat. Und besonders interessant finde ich das und da bin ich mal gespannt, sobald das eingeführt wird, wenn man hier tatsächlich eine Art Screen Capture machen könnte, also dass wir eine Art Bildübertragung für ChatGPT machen. Was mittlerweile natürlich schon geht, sind halt diese Kameraaufnahmen oder auch Bilder abzuladen. Also ich persönlich nutze das teilweise schon wirklich an vielen Stellen, wenn ich Code habe oder irgendwelche Programme, irgendwelche Automationen oder auch Google Sheets beispielsweise, dass ich einen Screenshot davon mache, den an ChatGPT sende und er dann schon exakt versteht, jetzt schon, was geht da vor sich. Und da bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt und das ist natürlich eine super große Hilfe, auch im unternehmerischen Kontext, wenn man mit jeglichen technischen Problemen konfrontiert ist, dass man hier nicht mehr jetzt einen IT-Support fragen muss oder sonst wen oder YouTube-Recherche, Google-Recherche betreiben muss, sondern einfach ganz simpel ChatGPT als persönlichen Assistenten dazu befragen kann oder ein einfaches Video machen kann und er sofort versteht, was los ist und was die Lösungsansätze sind. Eine letzte Neuerung, die ich dir zeigen will, ist Live-Übersetzung von ChatGPT. I have a friend here who only speaks Italian and I only speak English. And every time you hear English, I want you to translate it to Italian. And if you hear Italian, I want you to translate it back to English. Is that good? Perfetto. Mike, io mi chiedo, se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us?
They might ask, how do we solve linear equations? Potrebbero chiederci come risolviamo le equazioni lineari. Sicuramente, sì. Certainly, yes. Great, looks like it works. Ja, also wir sehen auf jeden Fall hier, dass ChatGPT jetzt in der neuen Version perfekte Live-Sprachübersetzung machen kann. Und auch das ist natürlich eine riesengroße Hilfe, wenn man auf Reisen ist, und wirft natürlich auch so ein bisschen die Frage auf, in welcher Form wird es in Zukunft noch Sprachenlernen wirklich brauchen, wenn wir wirklich diese Live-Übersetzung haben und das wirklich in unserer Hosentasche sozusagen. Wir können einfach das Handy rausholen und ChatGPT führt für uns die Konversation, sodass es gegenüber das perfekt versteht. Also das ist hier die nächste große Neuerung, die wir hier von ChatGPT sehen. Für wen wird ChatGPT 4.0 nun verfügbar sein? Und laut Ankündigung von OpenAI wird das Ganze kostenlos verfügbar sein für alle Nutzer. Also alle Änderungen, die wir jetzt hier gesehen haben, werden kostenlos ausgerollt. Und die GPT Plus Nutzer, also die in der Bezahlversion, die werden nochmal 5-mal höhere Message Limits haben. Also auch das finde ich persönlich als GPT Enterprise bzw. Workspace Nutzer natürlich besonders gut. Denn wenn wir viele Anfragen beispielsweise mit dem Unternehmen über ein, zwei Accounts stellen, kann es immer mal sein, dass ChatGPT in der höchsten Version limitiert wird. Und auch das ist natürlich ein Benefit jetzt für das Bezahlmodell, denn ansonsten wären die Unterschiede auch fairerweise nicht allzu hoch, wenn man all diese Features einfach so jetzt eh auch in der kostenlosen Version bekommt. Aber für alle kostenlosen Nutzer ist auch dies natürlich ein riesen Benefit von ChatGPT. Und man sieht natürlich, dass sich das Ganze hier in den Bemühungen, und das bestätigt sich auch nochmal in dem Blog von Sam Altman, der hier wirklich auch nochmal betont, wie froh er ist, das Ganze kostenlos rauszugeben. Natürlich einzig und allein nur, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, ganz klar. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch klar, dass man sich hier die Marktanteile sichern will, denn der Run um die Large Language Models und die KI-Modelle, der ist natürlich im vollen Gange und die Meldungen überschlagen sich momentan wirklich sogar täglich und da nimmt sich kein Anbieter, ja, nimmt sich da gegenseitig was und somit will man sich hier natürlich einfach weiter als Platzhirsch etablieren, denn wenn man mal alle Nutzer in seiner eigenen Plattform hat, dann stellt das natürlich ein riesen Asset dar und momentan muss man wirklich aber auch sagen, absolut zu Recht, denn OpenAI macht hier einiges richtig und hat hier regelmäßig wirklich echt gute Features rausgebracht. Was auch noch interessant ist, dass hier Entwickler auf das neue 4.0-Modell auch in den APIs zurückgreifen können. Das ist vor allem natürlich für das Thema Agents spannend, ne? Auch über Agents sprechen wir hier viel auf dem Kanal, also wie man sich eigene KI-Mitarbeiter bauen kann. Und dafür müssen wir natürlich auch immer auf die OpenAI API zurückgreifen. Und hier sehen wir natürlich auch das neue Modell. Und jetzt kommt das Ganze natürlich wieder, wo ist es zum Beispiel spannend? Im Bereich Voice Assistance, im Bereich Cold Calling beispielsweise, wenn wir auf dieses neue Sprachmodell von 4.0, was halt extrem gut ist, zurückgreifen wollen, können wir wiederum damit arbeiten. Also insbesondere im Bereich Voice Features freue ich mich darauf, diese APIs nun zu verwenden. Aber auch in jeglichen anderen Bereichen ist es natürlich nice to have, hier mit der neuesten Version von ChatGPT zu arbeiten, die halt hier wirklich massive, gute Ergebnisse produziert. Und das sind für dich hier an der Stelle, wie gesagt, die Key Takeaways. Also wir haben eine massiv verbesserte Voice-Funktion und ja, haben hier mittlerweile keine Grenzen mehr gesetzt, wie wir Texte, wie wir Geschichten erzählen können über ChatGPT. Dann haben wir die Screen-Sharing-Funktion bzw. die Foto-Funktion, dass ChatGPT nunmehr auch Live-Videoaufnahmen von uns verstehen kann. Wir haben den Live-Sprachübersetzer und wir haben die Desktop-Version auf Mac und können somit dann auch lokal auf OpenAI zurückgreifen. Also, ich hoffe, das Video hier hat dir gefallen und wenn du jetzt daran interessiert bist, wie du KI sinnvoll in deinem Geschäft implementieren kannst oder allgemein interessiert bist, wie du mit KI Geld verdienen kannst, wie du hier auch immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung bleibst, um dich hier einfach als Pionier in deiner Branche mit KI zu positionieren und als einer der oder die Ersten hier auf solche neuen Module aufzuspringen, letztendlich sie produktiv für dein Geschäft zu nutzen und vor allem Use Cases zu etablieren, die wirklich in der Praxis funktionieren. Wenn dich das Ganze interessiert, dann abonniere hier den Kanal. Wir teilen hier wöchentlich mehrere Videos genau zu diesem Thema und schreib mir gerne in die Kommentare, ob du ChatGPT 4.0 bereits hast. Das Ganze soll jetzt Step by Step aktiviert werden und freigeschaltet werden für alle Nutzer. Ob du schon bereits testen konntest, was deine Meinung dazu ist. Und dann freue ich mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, mach's gut, dein Leo.